Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Und heute werden wir nach der Maschine suchen, die wir das letzte Mal schon so hoch angepriesen haben. Die Frage ist nur, wo ist denn diese Limmaschine? Ich vermute aber fast, wir müssen hier lang, oder da ist ein fetter Schatz. Eins von beiden. Beides nehme ich gerne. Aber ich glaube, das ist einfach nur der richtige Weg. Ja, das ist der richtige Weg. Es führt mich noch tiefer runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich gestern überhaupt hierher gefunden habe. Das war ja der reinste Irrgarten. Instant durchgekommen, würde ich sagen. Gut. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Was? Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich. Saira? Erstens sehe ich hier keine Maschine, zweitens heißt sie nicht Saira. Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Miraden nach Ark schaffen müssen. Hä? Warte. Okay. Ich habe mich nicht umgedreht. Ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Ah, die Maschine. Oh, sie ist wirklich kaputt. Was ist jetzt unser Auftrag? Das erste Maschinenbauteil finden. Okay. Was bewegt sich noch? Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Was? Hä? Wie? Das war anscheinend das erste Maschinenteil. Welche Macht? Um was geht es hier? Schauen wir mal, ob wir das zweite finden. Wenn ich hier jemals rauskomme. Oh mein Gott, ich steck fest. Oh, ich dachte schon. Ich vermute mal fast, es wird hier irgendwo sein. Engemoos. Oh, was ist denn das hier? Altes Pergament. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Flammenbiss. Ambrosia. Stahlschwert der Feuerbrunst. Oh, cool. Cool. Ich meine, Magie benutze ich sowieso nicht, aber der Rest ist cool. Okay, das war also das zweite Teil. Das heißt, das dritte muss hier irgendwo auf uns warten. Ist wahrscheinlich hier um die Ecke. Ah, ich kann da gar nicht hin. Cool. Dankeschön. Wo ist das letzte Teil? Das hier sieht noch sehr auffällig aus, ja, aber... Da ist nichts versteckt. Aber so ein Pergament ist doch kein Teil für die Maschine. Wo könnte das letzte Teil versteckt sein? Wenn ich so ein letztes Teil wäre. Wo wäre ich dann? Nee, das ist Licht. Wir sollten uns hier auf jeden Fall genauer umsehen. Vielleicht lag es hier doch. Zwei Teile haben wir tatsächlich gefunden. Du! Nein. Der Tisch. Das wäre zu einfach. Das hier. Was könnte denn das letzte Teil sein? Ein Stuhl ist es bestimmt. Ich Hängemoos auch nicht, oder? Nein. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es Hängemoos gewesen wäre. Das dritte Teil finden. Wo könnte das denn stecken? Ist das hier echt so krass versteckt? Moment. Dankeschön, Kalia. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Ah, huch. Was ist das für ein grünes Zeug? Seltsamer Dynamo. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos.
Was zur Hölle ist jetzt Numinus? Wir haben alle drei Teile gefunden und jetzt? Die Ausgrabung in Alt unterstützen, die Erinnerung des Toten finden. Ja, gut. Wir haben jetzt alle gefunden, Madame. Ich würde sagen, wir gehen zurück und sagen Bescheid. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was wir sonst machen sollen. Ja, hab alles gefunden. Ja. Okay. Also, tatsächlich, in den Tiefen der Ruine fanden Zakaresh und ich eine Art Werkstatt, an der die Pyrera an besagter Maschine geforscht haben. Trotz der vergangenen Jahrtausende ist die seltsamerweise kaum verfallen, auch wenn es sich augenscheinlich um einen Prototypen handelte. Wir müssen die Maschine und ihre Einzelteile nach Ark schaffen. Jetzt damit nach Ark. Ich habe alles drei gelöst. Vor allem Kalia ist noch da unten. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Irgendwas fehlt doch noch. Irgendwas stimmt nicht. Madame, klär mich auf. Wo bist du? Wo ist sie hin? Ist sie schon arg? Oh. Hast du schon was gefunden? Die Pergamente zeigen. Diese Pergamente, das könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein. Was meinst du? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Den Dynamo zeigen. Das hier sieht nützlich aus. Was auch immer es ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Den Kristall zeigen. Das hier sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst besorgen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Ich hoffe, die teleportieren uns. Sonst muss ich meinen eigenen Teleporter benutzen. Darauf habe ich auch gar keinen Bock. Da muss ich ja mein eigenes Geld verschwinden für die Gilde. Das geht ja mal gar nicht. Das ist so, als würde man... Gut. Den Tank bezahlen, um zur Arbeit zu kommen. Das tun wir alle. Ist in Ordnung, ist okay. Trotzdem sind wir unfair. Das ging ja schnell. Und? Arantheal hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine, wofür auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantheal wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Pyrrhea schließen, oder? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Ich weiß wo. Und hier steht auch ein Name. Die Pyrrhea nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Wer ist denn mit Saira? Wie kommt sie auf die Idee? Gehen wir. Gut. Ich werde teleportiert. Danke Gott. Danke. Das hat Geld gespart. Eine Menge Geld. Ich glaube 50 Gold. Was würde ich ohne diese 50 Gold tun? Verrecken. Einfach verrecken. Ich könnte mir nichts zu essen leisten. Ich könnte mir keine Wohnung mieten. Ach, ich musste gar nichts davon. Ich laufe den ganzen Tag rum. Ich schlafe nie. Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren. Und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was das für ein Ding ist. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen.
Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Aranteal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Na, ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Geld! Nun bleibt immer noch der Siegelstein. Seid ihr bereit für diese Mission? Gestartet. Zwei Seelen, Teil 3 oder 2, was auch immer da stand. Ja, was hat es mit diesem Stein auf sich und wofür brauchen wir es nun? Das ist schnell erklärt. Euch ist ja schon bekannt, dass die Pyräer auch von dem Zyklus wussten und gegen ihn kämpften. Der Siegelstein war eine Art Schutzmechanismus, den sie geschaffen haben. Er bewahrte seine Besitzer vor dem roten Wahnsinn. Wie das? Durch kleine Splitter, die er absondert, wenn man ein bestimmtes Ritual auf ihn wirkt. Tragt ihr einen der Splitter bei euch, ist er wie ein Schild für euren Verstand. Es werden zwar nicht genug für alle Bewohner Arks sein, aber genug für uns vom Orden und von der Garde. Das Problem ist, dass wir das Ritual zur Aktivierung des Steines nicht vollständig kennen und dass die, die es tun, seit Jahrtausenden tot sind. Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Richtig. Dreh- und Angelpunkt von Funkenschlags Idee ist ein Ausstellungsstück im Chronikum. Die gefrorene Leiche eines pyräischen Priesters, die ein Fischer vor einiger Zeit aus dem Nordwindmeer gezogen hat. Also müssen wir, was, in den Verstand dieses Pyräers eindringen? Ja, durch das Eis ist sein Körper unversehrt. Aber kommt einfach ins Chronikum. Erzmagister Merayil wird euch die Einzelheiten besser erklären können. Na gut. So. Ach du Scheiße. Die Erinnerung des Toten finden. Rache ist sauer. Das Metfass gegen... Oh, das können wir gleich machen. Kalia auf das Geschehnis in Alt-Dotulgrad ansprechen. Mit Erzmagier Muriel im Keller des Chronikums sprechen. Wir machen aber zuerst Rache ist sauer. Das ist mir nämlich eine Ehre, denn wir hatten circa vor 40 Folgen oder 50 Folgen oder 60 Folgen diese Quest schon mal gehabt. Allerdings ist das Spiel ausgefallen und somit haben wir die Quest nie wieder gefunden. Selbstverständlich mache ich das deswegen jetzt sofort. Wobei wir eigentlich Quests hier haben, ne? Das wäre, glaube ich, sinniger, erstmal die zu machen und dann, wenn wir in Ark sind, wenn wir in Ark vorbeikommen, die Quest dann mitzunehmen. Ich glaube, so machen wir das. Wenn denn der Ladescreen eines Tages mal vorbei sein sollte. Es wird Zeit für eine neue SSD, ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich. Na gut. Machen wir erstmal die beiden. Ich drücke immer noch die falsche Taste zum Laufen. Der Sonnentempel. So, wo ist jetzt der Kollege? Ja? Da, das Chronikum. Gefunden. Dann bin ich mal gespannt, was unsere Kalia so für eine Ausrede hat. Okay. Was ihre komischen Fähigkeiten zu bedeuten haben. Und was ist daran nun so spektakulär? Jasper? Für mich sieht unser Freund hier aus wie jede x-beliebige Gruftleiche auch. Ist er aber nicht. Seht ihr die Markierung auf seiner Stirn? Das ist das Symbol der Ishyan, einer der beiden Priesterkasten, die über das Pyräische Reich herrschten, wie die Lichtgeborenen überwinden. Er war kein Hohepriester, aber auch kein Akolyt mehr. Wir müssen hoffen, dass er an der Fertigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Hoffen kann nicht schaden. Aber seht, wir haben Besuch.
Dalvarek, Erzmagister, wie ist die Lage? Schreitet wohl, Großmeister. Die Lage ist gut, alles ist bereit. Ist sie das? Ja, das ist die Prophetin. Mhm. Interessant, wirklich interessant. Ich hatte euch mir anders vorgestellt. Ich bin Lexil Merail, Erzmagister des Ordens. Hocherfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Wo fangen wir an? Hat euch der Großmeister bereits mit eurem Missionsziel vertraut gemacht? Wir sollen an die Erinnerung des toten Pyreas dort gelangen, weil das Ritual für den Siegelstein kennt. Richtig. Und nun fragt ihr euch bestimmt, wie man in den Kopf eines Verstorbenen gelangt. Hier kommt das Wort der Toten ins Spiel. Ein altes Artefakt, das wir finden müssen. Das Wort der Toten? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Nein, es existiert wirklich. Und wir wissen auch, wo. Damit ihr versteht, das Wort der Toten ist ein Artefakt, das es ermöglicht, in den Geist eines Verstorbenen einzutauchen, dessen letzte Erinnerungen zu durchleben, als wären es die eigenen. Und genau das wollt ihr bei unserem eingefrorenen Kameraden hier ausprobieren. Das ist also der große Plan, richtig? Richtig. Ihr müsst das Wort der Toten finden, den Körper des Pyreas per Teleportzauber zu euch holen und anschließend in seine Gedanken eintauchen. Und dort sucht ihr nach den Worten für das Ritual. Klingt ja einfach. Nehmen wir mal an, ich gelange in die Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Uns fehlen nur die letzten Worte des Rituals, den Rest haben wir. Wonach ihr suchen müsst, ist eine ornamentierte Schriftrolle, wie auf der Zeichnung, die ich euch gleich geben werde. Und dann müsst ihr euch die Glyphen darauf einprägen und in der echten Welt niederschreiben. Wieso braucht das Ritual eigentlich Worte? Die Magie, die ich kenne, ist eher klanglos. Das stimmt, aber bei dem Ritual handelt es sich um eine spezielle Form der Magie. Sie ist der Entropie ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass diese sogenannten Fokusworte beim Wahrwerden der Eventualität helfen sollen. Das klingt gewagt. Ach, wem sagt ihr das? Ich komme mir selbst vor wie ein Myrade im Krötenteich. Aber die Alternative wäre, jede Ruine auf Vin nach den Schriftrollen der Priester zu durchforsten. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyreisch. Stimmt, aber der Priester, in dessen Verstand ihr reisen werdet, tat es. Ich hoffe, das genügt. Und selbst wenn nicht, habt ihr immer noch das Echo. Bisher hattet ihr ja keine Probleme, die Visionen zu verstehen. Vielleicht ist das hier nicht anders. Aha. Und wo befindet sich das Relikt? Nun, das... Es gibt im Westen Enderals ein altes Haus, das einem Artefaktsammler gehört. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass sich das Wort der Toten in seinem Besitz befindet. Moment, ihr meint diesen Kauz mit den Holzpuppen aus dem Badenlied? Ja, er existiert wirklich. Das heißt, wir müssen zu dem Anwesen dieses Mannes reisen und ihm das Wort der Toten entwenden? Nicht entwenden. Es genügt, wenn ihr es auf den Pyrea anwendet, die Erinnerung findet und wieder zurückkehrt. Unser Plan sieht vor, dass ihr gemeinsam mit Dalvarek zu dem Anwesen reist, und zwar nachts. Ihr läutet die Türglocke, gebt euch als Artefakthändler aus und bietet dem alten Mann das hier an. Wenn alles gut geht, bietet er euch ein Quartier für die Nacht an. Dann wartet ihr den richtigen Moment ab, sucht das Wort der Toten und holt den Pyrea zu euch. Okay. Kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Eine gute Frage, aber nein. Der alte Mann ist besonders. Selbst die Lichtgeborenen befahlen stets, ihn unbehelligt leben zu lassen, weiß der schwarze Wächter warum. Wenn wir ihn schon betrügen müssen, dann wenigstens unauffällig. Deshalb seid ihr auch für die Mission so gut geeignet. Weder euer Gesicht noch das des Söldners wird man mit dem Orden in Verbindung bringen. Was tun wir, wenn etwas schief geht? Dann flieht ihr. Ihr dürft unter keinen Umständen Gewalt anwenden, egal was passiert. Wie genau wende ich das Wort der Toten an? Erzmagister? Tja, das ist ein guter Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht einmal wissen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie heißt es so schön? Panieren geht über Probieren. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und selbst wenn nicht, es klingt allemal nach Abenteuer. Es ist eine große Verantwortung, macht euch das bewusst. Aber ich habe Vertrauen in euch beide. Jetzt brecht so bald wie möglich auf, die Mission wird Früchte tragen.
Das spüre ich. Und weg sind sie. Brechen wir auf? Yep. Triff mich einfach beim Myraden an der Steilklippe. Ich gehe noch meine 7 Sachen packen. Tja, mit Jasper geht's wieder hoch hinaus. Doch first, jetzt ist richtig, gehen wir zu Kalia und fragen sie mal aus wegen der Geschehnisse. Und das hier deaktivieren wir mal flott. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der anderen Mission? Okay, alles gut. Schreitet wohl, Prophetin. Alter, Digga, mach Platz. Hört sich an, als hätte ich ihn für einen Hund gehalten. Wir gehen zu Kalia. Wir sprechen sie mal drauf an. Bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich weiß nicht, ob wir es diese Folge noch hinkriegen, je nachdem, wo sie sich genau befindet. Wenn sie zu weit weg ist, dann wird es wohl eher nix. Ich bin schon ganz gespannt. Wir müssten uns circa in der Mitte der Story befinden, ne? Die Frage ist, haben die Story jetzt extra klein gehalten oder ein bisschen größer gelassen? Weil eigentlich gibt es ja hier genug im Spiel zu tun. Also, und ich muss schon sagen, die haben das echt richtig, richtig gut gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass, als würde ich jetzt in Skyrim sein. Sondern tatsächlich in einem eigenständigen Spiel. Und das muss man erstmal so hinkriegen. Also lass mich vorbei. So ist das eben. Malfas zum Gruß. Gut, wir hätten auch die normale Tür nehmen können. Wieso er uns hierher geschickt hat, das weiß ich nicht. Manchmal ist es echt fragwürdig, wie die Quest einführen, ne? Ich meine, einiges ist verbuggt. Doch das hier zum Beispiel eigentlich ja nicht. So, Kalia, sprech dich aus. Rocket League hat angekündigt, Holiday 2016 Item dropping soon, alter Schwede. Schreite wohl. Kann ich dir helfen? Wenn du dich nicht an deine Eltern erinnerst, woher kommt dein Name? Der war in die Decke gestickt, in der man mich ausgesetzt hatte. Wer auch immer das getan hat, wollte scheinbar, dass man das für meinen Namen hält. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sein oder mich verhöhnt fühlen sollte. Ich wollte nur ein wenig mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Oh ja. Wegen der letzten Mission, nehme ich an. Alte Dorota? Ja, aber reden wir woanders. Komm. Ah, jetzt wird wieder gequatscht. Gut, ich lehne mich zurück. Ah, entspannt euch, Freunde. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Keine Ursache. Worum geht es? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Boah, was genau meinst du? Ich habe gar nichts mitbekommen. Dieser Banditenführer. Als er dich in diese Blitzfalle gelockt hat und mich überrumpeln wollte. Dir ist doch sicher aufgefallen, dass ich in dem Moment anders war. Dass ich mich selbst verloren habe. Ja, stimmt. Du hast recht. Du wirktest aufgebracht. Als wären deine Maler im Keller. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, Saira. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Inwiefern? Weißt du, was tatsächlich in diesem Dorf passiert ist? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl? Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Also doch die Tage. Das klingt verrückt, oder? Nein, das ist ganz normal im Zyklus einer Frau. Einmal im Monat
Und das war was? Eine Erinnerung? Ich verstehe nicht ganz. Es war eine Erinnerung, ja. Aber sie war so verschwommen und unklar. Wie ein Traum, aber ein sehr lebhafter. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Ich bin etwas verwirrt. Worauf willst du hinaus? Und was hat das mit Dothulgerat zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira, eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken, und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen, zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Alt-Dothulgrad, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. In anderen Worten, du hast eine Art Dämon in dir. Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, die ist auch Teil dieses Wesens. Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Das ist viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Alt-Dothulgrad hätte nicht passieren dürfen. Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Saira, für diese wenigen Sekunden habe ich, nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein, dieses Etwas in dir? Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Saira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunvar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Und weiß der Orden davon? Nur Meister Tyras. Er brachte mir bei, durch Meditation, Körperbeherrschung und Gebete Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Und er riet mir auch, niemanden jemals etwas davon zu erzählen, was ich auch nicht getan habe. Bis heute. Warum hast du es mir erzählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich Angst hatte, dass du sonst dem Großmeister oder einem anderen Hüter von meinem Ausbruch erzählst. Feige, ich weiß. Aber eine bessere Lösung ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Es tut mir leid. Gibt es denn nichts, das du tun kannst, um dieses Etwas loszuwerden? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Was passiert, wenn dich dieses Wesen vollständig übernimmt? So weit ist es noch nie gekommen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, irgendetwas sagt mir, dass dieser Anblick in dem Dorf ein Ergebnis genau dessen war. Aber wenn Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du dann beim Orden?
beim militärischen Flügel. Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht, ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Du bist wirklich entschlossen. Das mag ich. Entschlossenheit allein hilft noch niemandem. Sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder. Dann sehen wir, ob aus meinen guten Vorsätzen auch Ergebnisse geworden sind. Ich wollte dir damit eigentlich nur sagen, dass ich dich interessant finde. Ah, das ist doch schön. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ja. Ach, dazu gehört die kleine Schlampe. Vers abschreiben. Die Welt kann unter... Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben ein bisschen überzogen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und das war recht interessant. Ich frage mich, wie das weitergeht mit Kalia. Haut rein, euer Zero. Tschüss.